Hey, schön, dass du da bist. Dieses Mal habe ich für dich wirklich so lustige Bugs. Also Star Stable hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich weiß nicht wie und ich weiß auch nicht warum. Aber das Wasser hat plötzlich bei mittlerer Grafikeinstellung ein comichaftes Aussehen. So unwirklich, oder? Das kannst du doch aussehen, Muster, oder? Und das kannst du auch überall machen. Nicht nur hier in Westcott Fischerdorf, sondern meinetwegen auch in Fort Pinter, Moorland oder sonst wo. Und geht man dann ein Stückchen weiter, wird es plötzlich rosa, voller paradonischer Energie. Und du musst dazu wirklich nur die mittlere Grafikeinstellung wählen. Und schon hat das Wasser unfassbare Farben. Hier im Moorland sieht es nochmal anders aus. Ich lieb's. Und so sieht das von Weitem aus. Einfach nur fast rosa. Deswegen gehen wir doch mal in pinkem Wasser baden, oder? Und ja, das kannst du super einfach nachmachen. Und wenn du die Tageszeit veränderst, verändert sich auch das Wasser. Das Wasser wird gelb-rosa. Okay, gehen wir doch mal nach Nebelfall. Hier ist es lila. Oh, das ist sogar richtig schönes Lila. Gefällt mir sogar. Also das wäre doch auch mal ein lustiger April-Scherz, oder? Ich frage mich, warum jeder Ort seine eigene Farbe hat. Ich verstehe es nicht ganz. Vielen, vielen, vielen Dank an Lama, Mia. Ihr seht doch mal ganz, ganz besonders aus mit dieser Kante. An Natalie, die einen total grünen See hatte. An Anastasia, Tulpe, Aria und Lara. Vielen, vielen Dank euch. Aroa hat mich darauf hingewiesen, dass hier in Gouverneurswahl der Schneemann noch da ist. Und ja, hier ist er wirklich. Freut mich voll und passt auch. Und dazu ist eigentlich auch noch die Weihnachtsdeko da. Also die Sterne. Ungewöhnlich, oder? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Aroa, für diesen Hinweis. Ich denke, lass uns doch mal bei den anderen Orten schauen, wie Aliens Platz. Hier steht noch der Weihnachtsbaum. Also wer Weihnachten feiern will, kommt hierher. Da hängen auch noch die Girlanden. Ich weiß, die ganze Weihnachtsdeko war hier weg gewesen. Das ist neu. Und da türmen sich natürlich die Berge voller Schnee. Ganz normal hier, ganz normal. Das ist nicht wirklich wahr. Da steht doch der andere Weihnachtsbaum. Wie cool ist das bitte? Wer ein wenig Weihnachtsfeeling haben will oder seine Freunde mit einer spontanen Weihnachtsfeier überraschen möchte, sollte hierher kommen. Lass mich raten, gehen wir mal ins Shopping Center. Hier hängt der Mistzweig und ich sehe schon Girlanden. Und der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann ist wieder da! Hey Weihnachtsmann, du bist aber früh dieses Jahr. Wir haben Februar. Ich vermisse dich vor in Winterdorf. Also hier ist wirklich Weihnachten rund ums Jahr. Dieser komische Plastiktannenbaum ist da, mit den Zwergen und die Zuckerstangen und die Schaufenster sind auch schön dekoriert. Ja, vielleicht ist da selbes Motto, irgendwo auf der Welt ist immer Weihnachten, das passt schon. Aber gut, dass wir hier sind, denn schau mal, fällt dir was auf an der Rolltreppe? Richtig, sie fährt nicht mehr, aber ich kann sie hören, als würde die Rolltreppe laufen. Und auch beide sind gleichzeitig im Eimer. Hey, ich schwebe rüber. Das sieht ja gut aus. Die läuft zwar nicht, aber man kann super gut rüber schweben. Jetzt funktioniert sie. Alles klar. Funktioniert die andere Seite? Also hier schwebt man natürlich auch nach unten, ganz normal. Nein, die funktioniert nicht. Vielen, vielen Dank an Lara, denn sie hat mir den Tipp gegeben. Du machst bestimmt auch Championate mit und hoffst auch, den ersten bis dritten Platz zu machen. Denn schau mal, man bekommt dir für den ersten Platz 6.000 Jurvik-Schillinge und für den dritten 3.000. Das ist so viel. Allerdings ist dem Championatskomitee ein großer Fehler unterlaufen, denn du bekommst nicht die genannte Ausschreibung, sondern sehr viel weniger. Lara hat mich darauf hingewiesen, dass beim Jurvikstadt-Championat 3.000 Jurvik-Schillinge für den dritten Platz ausgeschrieben ist. Allerdings sieht man bei ihrer Schleife, nein, da bekommt man nur 300 Jurvik-Schillinge, also nichts mehr mit 3.000. Und das scheint bei jedem Championat zu sein. Auch hier werden hohe Summen ausgestellt, aber die Schleifen sind dann nicht so viel wert. Ich hoffe mal, dass es behoben wird, wenn die Championate überarbeitet werden. Und ja, das werden sie. Noch diesen Februar, am 15. wird im Moorland das erste Championat überarbeitet. Und das alles in Bobcat-Stil. Wahrscheinlich sehr rosa. Bin gespannt, wie es sein wird. Kann mir auch vorstellen, dass die Strecke vielleicht ein wenig variieren wird. Und dass man eine neue Schleife gewinnen kann. Am 22. Februar geht es schon weiter. Das Fort Pinter Championat wird erneuert. Wie hier steht, wird ein Teil der Strecke rutschig sein und über Wasser. Bestimmt eine Eisbahn oder so. Das wird bestimmt ein sehr schwieriges Championat werden. Und für unsere süßen Ponys soll es eine Ponyparade geben. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Am 1. März wird es ein neues Rennen geben mit Blumen und Ballons.
Und so werden wahrscheinlich auch alle anderen Championate nach und nach aktualisiert. Also, es ist eine gute Idee, sie noch einmal so zu machen. Kimberly hat entdeckt, dass hier ein Auto geklaut wurde. Bei der Baroness-Strecke. Aber das Ungewöhnliche dabei ist, dass die vier Räder noch da sind. Wie hat man dann das Auto weggeschafft? Vielen, vielen Dank, Kimberly. Der Schnee ist ja zurück. Aber irgendwas fehlt, oder? Und damit meine ich nicht die Weihnachtsdeko. Nein, sondern der zugefrorene Fluss. Ja, man könnte meinen, vielleicht sind die Temperaturen nicht zu kalt. Aber dann frage ich mich, warum dreht sich das Mühlrad nicht mehr? Und es dreht sich genauso wenig, wenn Sommer ist. Emily hat die größten Pferde gesehen. Also wirklich riesengroße Pferde. Schau nur, wie groß die bei ihr sind. Einmal so groß wie ein Shire Horse. Das ist wirklich so außergewöhnlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also vielen, vielen, vielen Dank, Emily, für deine Entdeckung. Der Bruder von Barney, Marley, Kani, Lani, Shani steckt mit seinem Mähdrescher fest. Man hört und wieder fahren möchte, aber irgendwie kommt er nicht weiter. Ich glaube, hierfür brauchen wir bestimmt 10 Shire Horse und 5 schwedische Kalbblüter. Die schwere Maschine wird eine Tonne wiegen. Ich sag ja, irgendwann wird es Falabella geben. Die kleinsten Pferde überhaupt. Diese Anbindestelle ist ja so mini. Normale Anbindepfosten sind... Warte mal. Ich glaube, hier ist Wasser. Hier sind diese Kreise. Ich glaube, hier steht eine unsichtbare Tränke. Auf jeden Fall sind normale Anbindepfosten so hoch. Vielen, vielen, vielen Dank, Greta. So, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wirklich ganz, ganz große Freude gemacht. Und danke für die super, super Tipps von euch. Wenn du mir auch gerne Tipps schreiben möchtest, immer gerne über Instagram. Ich freue mich über jeden Tipp. Also nochmal danke an jeden Tippschreiber und ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.